Willkommen zu einem neuen Bastelvideo von Aduis. Ich bin die Maria und heute dreht sich alles ums Thema Korbflechten. Und wir starten mit einem ganz einfachen Korb in einer Herzform und mit einem fixen Boden. Heute habe ich mir auch noch zur Unterstützung den Lois geholt, weil der ist leidenschaftlicher Korbflechter und wird mir heute da zur Seite stehen und mir einiges zeigen. Lois, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin der Lois und ich habe schon ein bisschen älter, ich bin über 80 Jahre alt schon und mir gefreut das Korbflechten. Und das habe ich mir so kurz beigebracht und jetzt ist das ein schönes Hobby und bei jeder Freizeit tue ich ein bisschen Korbflechten. Wir wissen nur zum Korbflechten eigentlich gekommen oder mit was hast du dann angefangen? Ja, bei mir ist, ich habe Corona gekriegt und da ist mir mal nicht so gut gegangen und dann habe ich durch das Therapie vom Krankenhaus Kufstein die Therapie gemacht und da haben wir den Korb geflecht. Als Reha quasi oder also, als Therapie? Als Reha, ja. Und so ist es eigentlich gegangen und da habe ich eigentlich ganz kurz gerade ein paar Griffe. Haben sie uns da zahlen können, weil mir die Zeit nicht gewesen ist. Und nachher bin ich heim und habe mir das daheim so selber so ein bisschen beigebracht. Und mich gefreut das und ich tue jetzt so schön stark, aber ein bisschen Korbflechten. Du hast mit einer Vorlage angefangen, oder? Zum ich habe mit einer Vorlage angefangen, ja. Weil das einfacher ist. Ja, weil da muss man den Boden noch nicht flechten, oder? Ja, da hast du praktisch am Boden, hast du fertiger da. Da musst du gerade mehr die Dinge einstecken. Die haben wir jetzt schon eingebracht, gell? Die muss man halt viel wassern, dass sie nicht abbrechen. Und nachher muss man die einstecken anfangen. Aber bevor wir jetzt wirklich loslegen, zeigen wir euch noch ganz kurz, was man alles zum Korbflechten braucht. Ihr benötigt einen Seitenschneider, einen dicken Vorstecher, kleine Zangen zum Abzwicken sind auch immer praktisch, Pedigree in zwei verschiedenen Stärken, dafür einmal das dickere Pedigree für die starken und das dünnere zum Rumflechten, Korbflechtböden in verschiedenen Formen, da könnt ihr euch einfach eine gewünschte Form aussuchen und eine große Wanne zum Einweichen. Als erstes geht es jetzt los mit dem Einfädeln der starken, das sind quasi die Stäbe, die das Geflecht dann halten. Und man braucht für jedes Loch eine Starke, also in diesem Fall für den Boden 27 Stück. Wir haben die jetzt schon zugeschnitten, die sind 50 cm, glaube ich, lang. Genau. Und die muss man natürlich erst noch einweichen, oder? Wie lang muss man die denn einweichen? Ungefähr? Ein paar Minuten, drei, fünf Minuten, okay. Das ist ganz verschieden. Aber die sind schon fertig, die haben wir schon eingeweicht, das ist schon fertig. Und nachher muss man anfangen, die einzustecken da. Und da musst du immer drei Stück zuerst einstecken. Und nachher musst du den Boden unten umbiegen. Okay. Das machst jetzt du. Ich muss einmal drüber und dann drunter, oder? Ja, genau. Also über den ersten und unter den zweiten. Ja. Und genau. Nachher wieder den nächsten einstecken. Dann nehme ich eine, dann wieder den nächsten eine. Gell, den musst du aber machen, weil siehst, hebt er der nicht. Gell? Ja, den dann fällt der wieder drei, raus, mit drei anfangen. Und dann nehme ich den einfach wieder, oder? Und wieder drüber den, also über den ersten und unter den zweiten. Das geht, ist eigentlich ganz einfach. Ja. Wenn du das einmal runterfangen kannst, dann ist das ganz einfach. Und so machen wir jetzt die Runde einfach weiter, oder? Ja, bis fertig ist. Bis zum Schluss. Okay. Und wie geht es jetzt zum Schluss weiter? Zum Schluss, da musst du einen mit der Ohe aufhören und dass du durch den Fadel ziehst. Genau, also den locker mal jetzt ein bisschen den und dann machen, fadeln wir durch. Den durch den Fadel nachher. Und dann druckt man alles wieder zusammen? Ja. Und wenn die jetzt ein bisschen ungleich sind, dann kann man die jetzt einfach nur zuschneiden, oder? Da muss man den Seitenschneider, muss das ein bisschen, das so ist ein bisschen gerecht. Ja, weil der ist jetzt ein bisschen zu lang, dann schneidet ja, den ein bisschen ab. Den zügst du einfach hoch.
Alle, wo es das ein bisschen gleiche ist. Halt. Jetzt geht es weiter mit den dünnen, oder? Mit den dünnen, ja. Und der muss man ein bisschen zusammenrollen. Das ist und einwachen. Okay, dann haben wir die jetzt. Wie lange müssen die wieder einwachen? Ja. Ein paar Minuten. Nicht ganz lang. Das Draht sich kann, darf es nicht abbrechen. Dass sie so starr sind, darf es nicht abbrechen. Weil das sollte ein bisschen Spannung sein. Das sollte nicht zu wach sein. Wenn es die einfach nutzt, dann sollte das ein bisschen Spannung, weil dann geht es nicht hinein. Ah, okay, das gerade aufgeht eigentlich. Okay. Okay, und jetzt fangen wir zum Flechten, oder? Ja. Okay, kannst du mir das gleich mal sagen, wie du da anfängst? Also, ich fange. Das ist nachher gleich, ob es links oder rechts. Ich fange lieber so an. Mhm. Aber es ist egal, an welcher Stelle ich anfange. Das ist gleich. Du musst ein bisschen Fichte lassen, weil da, bis du nachher gehoben wirst, dass du da wieder reinkämpfst. Mhm. Und nachher ist das ganz einfach. Und halt alle eindrücken. Und jetzt geht es wirklich so im Slalom einfach, durch die starken Tore. Einfach alle gleich. Ein innen, ein außen. Und das ist jetzt eigentlich auch das einfachste Flechtmuster, oder? Das ist das einfachste. Siehst du einfach alle. Und da sitzt halt alle gleich schon. Anfangen. Gleich außen da ein bisschen. Okay. Dass man immer so ein bisschen nach draußen zieht, ja, damit dann weil, der Kopf. Weil siehst steht die hinein und nachher kriegst du das Körbe, geht es nicht gut rauf. Und wir wollen ja eigentlich, dass es so ein bisschen nach außen geht, ja, oder? Ja, ja. Ist es ganz weit schon einfach. Gut und alle eindrücken. Und schauen, dass das gut da steht. Dass sie auch nicht hineingehen. Ganz einfach. Okay. Probieren wir. Also du tust die leichter, weil du die flinken Finger hast wie ich. Weil mit 80 Jahren ist alles ein bisschen alles nicht mehr so, aber. Aber ist eine gute Übung, oder? Deswegen wird das auch oft gemacht. Ja, wenn du das als Zeitvertreib machst, als Zeitvertreib machst, hast du ja Zeit. Ja. Dann kannst du ja Zeit lassen, dass du keinen Fehler einbringst, nicht? Und wenn ich jetzt da am Anfang bin, dann tue ich jetzt einfach drüber flechten, dann oder? Dann packst du nur drüber von. Also einfach mein Slalom wieder weiter. Allweil gerade und das musst du schauen, dass das einhältst, nicht? Und das mache ich jetzt so weit auf, bis ich... Wie du willst. Okay. Und wichtig ist gerade, dass die einmal gerade sind. Dass man da einmal ein bisschen schaut, dass die gerade sind und herausstehen. Immer ein bisschen so allweil gerade aufstehen. Ja. Weil wenn, dann kriegst du, und jetzt kommst du aus dem Zirkel bei das. Wenn du schräg anfängst, dann das war halt wichtig, dass man die allweil und außen ein bisschen. So, jetzt bin ich eigentlich am Ende angelangt und ich glaube, die Höhe lassen wir jetzt so, sonst wäre das Video zu lang, oder? Ja. Wie geht es denn weiter? Jetzt ist folgendes, jetzt sind die nämlich zurück da, gell? Wir brauchen da ungefähr 15 cm. Für den Rand, oder? Für den Rand, dass das nicht ausschlüpft. Jetzt zwickt man das so an, aber natürlich, wenn du ein Hecherskerbe machst, dann kannst du rauffahren, bis du ungefähr die 15 cm hast. Gell? Aber die muss ich da nicht mehr nur lassen. Gell? So hoch kannst du auf. Weil die 15 cm brauchst du unbedingt kommen, dass du einen Rand da machst. Ja, gut. Gell? Dann zwicke ich die einfach mal ab. Ja. So, oder? Das ist ja nicht so tragisch, aber. Weil das ist ein Weg. Ja. Und was ist mit denen, die was jetzt so rausstellen? Die brauchst du gerade anzwicken. Das musst du halt. Das sitzt so anzwicken. Dass das nicht kriegt, sei es, gell? Ah, weil sie das ja da noch. Weil es geht auf. Ja. Gell, das brauchst du, wenn du schaust. Dann brauchst du das nur so schräg runterzwicken. Ah ja, und das sieht man eigentlich fast nicht mehr. Dass das nicht hinterbei ist. Weil sobald das hinterbei schlüpft es da aus. Ja, genau. Gell? Okay.
Also wieder schräg und das von der anderen Seite, oder? Ja. Okay, und für den Rand müssen wir die jetzt nochmal einweichen. Für den Rand war besser, die sind eh ganz schön schon. Die sind nicht so umgelegen, die sind eh ganz schön weich schon. Aber zur Vorsicht halber, da das jetzt einweichen, weil es schlecht ist, wenn du da einen abbrichst. Ja, also bis daher ins Wasser rein, oder? Kopf über. Gerade, dass das bis daher los wird. Ja. Und zum Randflechten, da machen wir es jetzt einfach so, dass wir dahinter, dann wieder davor, oder? Das ist ganz langsam da. Und dann wieder dahinter. Wieder dahinter, ja. Und dann einfach in die Mitte runter. Ja, dann kannst, wenn du einen höheren Rand haben willst, dann kannst du da nur ein paar mehr rumfahren. Ach so. Verstehst du? Ja. Nur mehr rum und rein. Aber für uns gelangt das jetzt so, oder? Für uns. Ich tue es zwar gern zweimal. Ich tue es gerne so, weil es nachher der Rand um das besser hebt. Ach so. Weißt du? Okay. Weil wenn du das einmal falsch ein bisschen anzwickst, dann schlüpfst du nicht aus. Und sonst schlüpfst du halt gleich aus. Aber es ist ja das Gleiche. Ja. Das ganz das Gleiche. Geht um ein Ding weiter. Dann mache ich das wieder so. Da komme ich dabei nieder. Und bei den letzten drei, die werden jetzt einfach wieder gleich. Ja, da musst du schauen, dass sich das so ausgeht. Da also den lege ich jetzt so um, ja, ja. Dann wieder dahinter. Ja. Dann mal davor. Und dahinter. Und bei dem muss jetzt auch wieder von hinten durch, oder? Ja. Und davor wieder hier. Ja, das ist ein bisschen, genau. Da muss man ein bisschen. Und du hast mir gesagt, man kann sich da ein bisschen Platz machen, gell? Ja. So. Super. Ja, und jetzt müssen wir die innen nur abzwicken, die wieder, oder? Abzwicken. Und da muss man halt auch so da, dass das nicht kuscht, dass also es nicht, nicht ausschlüpfen können. Wie beim Rand, oder? Ja, ja, genau. Siehst du, das ist ja schön geworden. Ist fertig. Ja. Ja, Lois, danke nochmal, dass du uns das heute in dem Video so erklärt hast und Tipps und so gegeben hast. Ja. Ich glaube, es ist unbekannt, dass es aber auch wahnsinnig Spaß auch macht, ja, bei den Graflechten. Und mir geht es ja darum, dass ich vielleicht einen Anstoß machen kann, dass wenn sie einen einsam fühlen, dass man da das schön überbrücken kann und dass man da Bewegung einbringen kann im Körper. Ja. Und das ist bei vielen Krankheiten ja ganz wichtig. Nicht? Eben. Und auch mit dem Denken und Feinmotorik. Und, ja, Feinmotorik. Genau. Wie gesagt, das habe ich im Krankenhaus, haben sie mir das gezeigt und das hat mir gleich gefallen. Ja, super. Danke dir nochmal. Ja. In einem anderen Video haben wir euch nochmal gezeigt, wie man wirklich aus einem Stück den gesamten Korb flechtet. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei, dort ist es auch drin. Die genauen Angaben und Mengen, was wir jetzt hier verflochten haben an Petticoat, das schreibe ich euch noch in die Beschreibung vom Video. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis bald. Also, vielen Dank.